Mein Name steht auf dem Etikett der Flasche. Das ist eine ganz andere Verantwortung. Ich bin nicht die ABC GmbH, wo ich weiß nicht, ein Angestellter ein Produkt erzeugt und die Verantwortung dafür übernehmen muss. Ich übernehme ja gern die Verantwortung. Meine Familie lebt hier, arbeitet hier in einem Haus, das 1899 gebaut worden ist, ein Ziegelbau, klassisch eben hier gebaut, weil hier in der Nähe die Ziegelwerke waren. Mein Großvater kam 1929 hier, Sauerkräutle, es entwickelte sich eine große Firma, die auch dann Gurken eingelegt hat, das Einlegergewerbe. Und 1992 habe ich dann die Firma von meinen Eltern übernommen. Ich habe mich mit Essig beschäftigt, ich habe mich mit Öl beschäftigt, mit Kaffee. Wir rösten selbst Kaffee, wir stellen Fruchtsäfte her, Cider, wir brauen Bier hier, alles hier in unserem Haus. Das heißt, wir leben, arbeiten hier. Das ist unser Lebensmittelpunkt. Ja, und dann hatten wir im ersten Stock Wohnungen zu vermieten. Irgendwie war es schön, da am ersten die Kohle am Konto zu haben, aber irgendwie ist das nicht so befriedigend, wenn die Leute nicht zu uns gepasst haben. Dann haben wir den radikalen Schritt getan, raus mit ihnen, und wir bauen unsere Wiener Gästezimmer mit dem Ziel, dass wir Gäste hierher bekommen, die ähnlich ticken wie wir, die Freude am Essen und Trinken haben. Zimmer, die sehr reduziert sind. Wenn du schnell hinsiehst, denkst du dir, naja gut, das ist sehr billig gemacht. Wenn du aber genau in die Tiefe gehst, siehst du, das ist verdammt aufwendig gemacht und mit viel Hintergrund und tiefsinnigem Wissen, wie kann ich aus Staffeln und Brettern etwas Hochwertiges erzeugen. Die Architekten haben sich wirklich tolle Gedanken gemacht und haben das so gelöst, wie ich mir das wirklich vorstelle. Weg von dieser Uniformierung, von dieser Büchsenarchitektur der Hotels. In dem Sinne, dass sich Gäste hier wohlfühlen, aber nicht abgelenkt werden von Fernseher, von irgendwelcher Kunst, die ihnen nicht gefällt, sondern in dieser Reduktion in die Tiefe hineingehen. Leben hier, kochen, essen, trinken, schlafen, involviert sein im Betrieb. Unter der Woche sind meine Leute hier, wir haben kein Personal fürs Hotel, sondern meine Leute, die hier arbeiten, identifizieren sich auch mit diesen Gästezimmern und haben auch Kontakt zu unseren Gästen. Es ist ein Lebenskonzept, das wir teilen wollen. Die Gäste können rausgehen und ihr frisches Obst und Gemüse ernten, können hier kochen. Sie können auch unsere private Schwimmhalle benutzen, die Anfang der 70er Jahre gebaut worden ist und die wir so gelassen haben, wie die Architektur damals war. Sie können unsere Sauna verwenden, Sie können sich hier frei bewegen. Wir haben hier keine Geheimnisse. Sie sind Gäste von uns, Gäste von meiner Familie.